Hier in Göppingen so hochkarätige Sprecher wie heute zu haben, ist eine besondere Ehre für uns, dass sie den Weg gefunden haben in die Provinz, sage ich mal. Ja. Eine besondere Ehre, auch der nächste Redner, der nächste Sprecher, den ihr vermutlich alle sehr, sehr gut kennt. Michael Ballweg, der begrüßt uns mit uns, Michael. So, ja. Hallo Göppingen, das ist ja beeindruckend. Erste Demo, gleich so groß. Und deshalb freue ich mich zu sagen, wenn ich sage Frieden, dann sagt ihr Freiheit. Und wenn ich sage Freiheit, dann sagt ihr Frieden. Ja, ich möchte starten heute mit unserem Manifest, weil viele Journalisten fragen ja immer noch, und vielleicht sind auch ein paar Lokalreporter hier, die sagen, was wollt ihr eigentlich erreichen? Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes, insbesondere auf die sofortige Aufhebung der Einschränkungen durch die Corona-Verordnung, insbesondere Artikel 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12 und 13 des Grundgesetzes. Wir sind Demokraten und Demokraten müssen sich nicht abgrenzen. Wir sind eine friedliche Bewegung, in der Gewalt und menschenverachtendes Gedankengut keinen Platz hat. Querdenken heißt, glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst. Unser parlamentarisches System ist nicht mehr zeitgemäß. Wir sind überparteilich und schließen keine Meinung aus. Querdenken ist eine außerparlamentarische Bewegung, die den Protest auf der Straße sichtbar macht. Wir öffnen Debattenräume und leben einen respektvollen Austausch. Querdenken steht für Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Liebe, Freiheit, Frieden und Wahrheit. Und wir fordern die sofortige Aufhebung der Einschränkungen durch die Corona-Verordnungen. Sowie die Umsetzung von Artikel 146 des Grundgesetzes. Ja, zur Rechtslage, Aktenzeichen XY unbenannt. In den Landesministerien ist offenkundig nicht dokumentiert worden, aufgrund welcher Erkenntnisse die Landesregierungen die massiven Ausgangsbeschränkungen gegen die Corona-Pandemie erlassen hat. Das ist jetzt unter anderem im Zuge eines Verfahrens vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in Ansbach bekannt worden. Die Mainzer Rechtsanwältin Jessica Hammett vertritt dort einen Normenkontrollantrag gegen die Anti-Corona-Verordnungen der Staatsregierung ab Ende März. Und auch in allen anderen Bundesländern sind Normenkontrollanträge, unter anderem von Rechtsanwalt Ralf Ludwig, anhängig. In keinem der Bundesländer wurden bisher Akten zur Verfügung gestellt, aus denen hervorgehen würde, auf welchen tatsächlichen Erkenntnissen Infektionen, Behandlungsbedürftigkeit, Belastung der Intensivstationen, Todesfälle die Maßnahmen beruhen. Und es gibt ja eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin in dem Sondervotum des Vizepräsidenten Dr. Segmüller und der Verfassungsrichterin Professor Dr. Schönrock wird klargestellt, jede staatliche Einschränkung bedarf einer verfassungsrechtlich tragfähigen Begründung. Kann der Staat diese nicht leisten, ist die Beschränkung verfassungswidrig. Und auch das Sächsische Verfassungsgerichtshof hat in einer Entscheidung vom 10. September 2020 vorgegeben, welche Prüfungstiefe in den anstehenden Hauptsacheverfahren erforderlich sein wird. Ungeachtet dessen sind für die verfassungsrechtliche Beurteilung der angegriffenen Bestimmungen im Übrigen auch die tatsächliche Entwicklung und die Rahmenbedingungen
der aktuellen Coronavirus-Pandemie sowie fachwissenschaftliche, virologische, epidemiologische, medizinische und psychologische Bewertungen und Risikoeinschätzungen von wesentlicher Bedeutung. Und es wird den Landesregierungen kaum möglich sein, eine Begründung für getroffene Maßnahmen zu finden, wenn diese nicht auf entsprechenden fachlichen Einschätzungen, wie sie der Verfassungsgerichtshof fordert, getroffen werden. Ja, der eine oder andere hat es ja schon gehört, die Wahl in Stuttgart am 8.11. sollte mit Maskenpflicht stattfinden. Und da hieß es auf der Wahlbenachrichtigung, im Wahllokal sind Sie verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Und auf der Webseite der Stadt Stuttgart hieß es, sollten Sie in Besitz eines Attestes sein, welches Ihnen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung freistellt, oder möchten Sie keine Mund-Nase-Bedeckung im Wahllokal tragen, dann beantragen Sie bitte rechtzeitig Ihre Briefwahlunterlagen und geben Sie auf diesem Weg Ihre Stimme ab. Und aus diesem Grund habe ich Ralf Ludwig gebeten, einen Eineintrag beim Verwaltungsgericht Stuttgart zu stellen. Und bereits letzte Woche Samstag wurde die betreffende Seite aktualisiert. Wenn Ihnen aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, werden Sie bei der Wahl im Wahllokal nicht zurückgewiesen. Wir erweitern jetzt das Eilverfahren dahingehend, dass die Stadt Stuttgart die Wahlbenachrichtigung dahingehend ergänzen muss, dass jeder Stuttgarter Wahlberechtigte diese wichtige Information erhält. Ja, ein Update zur Demo in Berlin. Wir stehen ja im regen Austausch mit der Polizei Berlin. Und da möchte ich euch den aktuellen Schriftverkehr nicht vorenthalten. Der Ansprechpartner dort ist der Herr Hall, dem habe ich geschrieben, guten Tag Herr Hall, vielen Dank für Ihre Nachricht. Auf der Webseite http://www.berlinersilvester.de ist folgende Information zu finden. 1,5 Kilometer auf der Straße des 17. Juni vom Brandenburger Tor bis zum Kleinen Stern erstreckt sich die Partyzone für das grandiose Silvesterspektakel. Circa 100 Meter vor der Siegessäule endet die Partymeile. Es gibt jedoch noch einen Zugang zur Party. Demnach ist der Bereich Siegessäule bis S-Bahnhof Tiergarten nicht belegt. Darüber hinaus bitte ich, meinen vorherigen Antrag zu verbescheiden. Da ich mit der Kanzlerin davon ausgehe, dass wir Ende des Jahres ein Infektionsgeschehen von 19.200 Infizierten pro Tag haben und Frau Dilek Kalyali verkündet hat, Pandemiezeit ist keine Partyzeit, die Zeit der Geselligkeit ist vorbei, sowie wir müssen das Nachtleben einfach ausschalten, ist die Frage, ob die Silvesterfeierlichkeit stattfinden. Insofern sollten Vergnügungsversammlungen verboten werden und die Fläche für wichtige politische Versammlungen der Querdenkenbewegung freigegeben werden. Bitte teilen Sie mir mit, welche Veranstaltungen geplant sind, auf welchen Flächen in Berlin Silvesterfeierlichkeiten belegt sind und welche Ausgleichsflächen stehen zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, und ich möchte auch an dieser Stelle noch einmal das lasche und unzureichende Krisenmanagement aller Landes- und Bundesregierungen in den Mittelpunkt stellen. Obwohl immer wieder vor einem weiteren Ausbruch gewarnt wurde, sind wichtige Vorschläge von Querdenken 711 nicht berücksichtigt worden. Ich hatte bereits in meiner Rede im Juni gefordert, die Züge pandemiegerecht umzurüsten. Weiterhin habe ich mehrfach auf das Infektionsrisiko von Hunden durch achtlos weggeworfene Masken hingewiesen. Und wir haben angeboten, ein Recyclingprogramm für Masken, die auch wertvolle Rohstoffe darstellen, aktiv zu unterstützen. Weiterhin haben wir Corona-Zonen für Restaurants gefordert. Leider wurde wie immer nur viel geredet und nichts ist passiert. Deshalb fordere ich hiermit den Rücktritt der Bundesregierung sowie aller Landesregierungen.
Das Pandemie-Management sollte man Profis überlassen. Ja, wir haben noch ein paar von den Solid Facts Masken mitgebracht, wer welche haben will. Wir haben eine kleine Menge dabei. Ansonsten bringen wir ganz viele morgen mit auf dem Cannstatter Rasen. Wir sehen uns morgen auf dem Cannstatter Rasen. Ab 12 Uhr geht's los. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Vielen Dank. Friedvoller Krieger, vielen Dank, Michael. Als Ehrengast bei unserer Kooperation